Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zum Video zum dritten Chakra, zum Nabelchakra. Also erstmal muss ich sagen, mit jeder Woche, die vergeht in dieser Chakra-Challenge, geht es mir immer besser. Es tut so gut, sich mit diesen Chakren zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, die Energie dahin zu leiten, Blockaden zu lösen, Meditation dazu zu machen. Es tut mir so gut. Es ist übersteigt meine Erwartungen tatsächlich. Und wir sind jetzt schon beim dritten Chakra angekommen, beim Nagelchakra. Beim Nabelchakra. Und die zentralen Themen des Nabelchakras sind Willenskraft, sind Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, die Persönlichkeit, die Individualität, aber auch Gefühle und Sensibilität und auch Macht- und Durchsetzungsvermögen. Die Farbe des Nabelchakras ist gelb. Ich meine, ich hatte mal einen gelben Schal, jetzt habe ich keinen mehr. Aber ich gucke mal, dass ich mir jetzt ein gelbes Tuch besorgen werde. Und das Nabelchakra ist ein besonders energiereiches Chakra. Es ist wie so eine leuchtende Sonne. Und dieses Chakra durchstrahlt einfach den gesamten Körper und versorgt ihn mit Prana. Prana ist die Lebensenergie. Es ist also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Chakra auch. Und es liegt nicht, wie der Name vielleicht sagt, beim Nabel, sondern eigentlich etwas über dem Nabel, so im Magenbereich. Und dementsprechend beeinflusst es halt auch Magen, Dünndarm, Leber, Milz, Gallenblase, einfach auch so den Verdauungsprozess, aber auch das vegetative Nervensystem. Ich habe mir wieder unglaublich viel dazu aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. So, und wenn man ein starkes Nabelchakra hat, also wenn das gut von Energie durchflutet ist, wenn es da keine Blockaden gibt, dann hat man einfach ein Bewusstsein für seine Identität und für seine Individualität. Also so dieses Thema, wer bin ich, was ich super, super wichtig finde. Man ist einfach viel, viel selbstbewusster. Man verwirklicht seine Ziele. Man gestaltet die Welt einfach auch aktiv mit. Es fällt einem leicht, seinen eigenen Weg zu gehen. Man handelt auch spontan, einfach so aus dem Bauch heraus und trifft dann intuitiv richtige Entscheidungen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich schon seit längerer Zeit viel, viel intensiver mache. Also wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann befrage ich einfach meinen Körper. Sei es jetzt das Bauchgefühl, sei es das Herz, also bei mir ist es meistens eher das Herz, dass ich dahin gehe und eine Frage stelle und dann einfach auf die Antwort warte. Und so habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Entscheidungen in letzter Zeit getroffen und die waren bisher nie doof, die Entscheidungen. Und Menschen, die ein starkes Nabelchakra haben, lassen ihren Gefühlen auch freien Lauf. Heißt, die erlauben sich, wütend zu sein, traurig zu sein, ärgerlich zu sein, aber irgendwann hören sie dann auch wieder damit auf. Ganz wichtig. Wenn man jetzt aber Blockaden im Nabelchakra hat, dann sind da so Sachen wie Gefühlskälte, Gleichgültigkeit, auch Unsicherheit, natürlich dann auch ein mangelndes Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite, wenn man das andere Extrem nimmt, aber auch eine Machtbesessenheit und ein übertriebenes Leistungsdenken. So, und kommen wir jetzt wieder zu dem schönen Thema, auf das wir uns alle freuen. Wie können wir jetzt mit dem Nabelchakra arbeiten? Natürlich auch wie in den vorangegangenen Monaten, umgebt euch mit der Farbe Gelb, macht Meditation für das Nabelchakra, Yoga-Übungen für das Nabelchakra. Da verlinke ich euch wieder einiges unten in der Infobox. Es gibt auch wieder in diesem Monat einen Rabattcode bei Chakmuni. Wenn ihr euch zum Beispiel die tolle Chakmuni-Tasse fürs Nabelchakra besorgen wollt oder den Tee oder ein Schmuckstück oder so, das finde ich auch immer ganz, ganz schön, dann könnt ihr das mit dem Rabattcode machen, den ihr unten findet. Ansonsten sind die Edelsteine, ich weiß, einige von euch arbeiten auch mit den Edelsteinen. Beim Nabelchakra sind das Zitrin, Bernstein, Tigerauge und gelber Japsis. Wer wie ich mit ätherischen Ölen arbeitet, ist das Lavendel diesmal und auch Zitrone. Und Gewürze sind Anis und Kardamom. Genau, da gibt es auch ätherische Öle übrigens. Genau, so viel wieder dazu. Jetzt wisst ihr wieder, um was es sich im nächsten Monat dreht, was so die Themen sind, die wir angehen. Ich verlinke euch wieder einiges unten in der Infobox. Und lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, wie es euch momentan so geht mit der Chakra Challenge, was es euch so bringt, was sich vielleicht schon für Veränderungen eingestellt haben. Also mir tut es wahnsinnig gut. Ich bin viel mehr so in mir ruhend, kenne viel, viel besser meine Bedürfnisse, mich selbst,
was ich brauche, was ich nicht brauche, was ich möchte, was ich nicht möchte, hat sich viel, viel mehr auch diese Beziehung zu mir selbst, also wie ich schon gesagt habe, so einfach mein Herz befragen, was soll ich als nächstes tun, das ist unglaublich schön und unglaublich wertvoll und das wünsche ich euch tatsächlich auch. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!